Hagen, Co-Trainer vom FK Pirmasens. Musste ich heute fragen, Rot-Weiß Koblenz, das war ein dickes Brett, das wir heute bohren mussten. Definitiv. War im Vorfeld des Spiels bei uns über die ganze Woche klar, dass wir auf eine total spielstarke Truppe treffen, die über viele gute Offensivspieler verfügt, die viel Tempo haben, technisch gut sind und vor allen Dingen fußballerisch gute Mannschaft. Und es war vor dem Spiel klar, dass wir auf eine Truppe treffen, die mit dem Ball sehr gut ist und dass wir auch Phase haben werden, viel Phase haben werden ohne Ball. Ja, und dass wir da gut stehen müssen, gut verteidigen müssen und dann im Umschalten ja, unser Spiel nach vorne durchdrücken. Und war wichtig, dass wir vor der Pause durch den Standard das 1-0 gemacht haben. Das war für uns ja, ganz entscheidend. Dann haben wir das bis zur Halbzeit gut verteidigt. Nach der Halbzeit, klar, war für die Zuschauer wahrscheinlich ein Stück weit zäh zum Teil. War für uns auch klar, dass Koblenz rauskommt, Druck macht, versucht, den Ausgleich zu erzielen. Wir waren dann lange Zeit, wie schon erwähnt, auch ohne längere Ballbesitzphase, haben dann aber in der Zeit das Positive keine klare Torschance zugelassen. Das war wichtig, obwohl es optisch ja, sehr rotlastig war. Und ja, war wichtig, dass wir nichts zulassen. Gegen Ende hin war dann auch einfach so, dass dann beim Gegner vielleicht Moral bzw. Kraft ein bisschen nachgelassen hat. War klar, dass wir nachlegen im Konter und haben dann auch mit den frischen Spielern, die wir eingewechselt haben, einfach dann das Sack zugemacht, ja. Jetzt hast du mir schon viele Fragen vorweggenommen. Wollt ihr nochmal aufs Spiel zurückkommen? Wir haben gegen diese ausgebuffte Mannschaft, die ja Regionalliga-Erfahrung hat, das hat man auch gesehen, kaum Chancen zugelassen, hast du gesagt. Lag das vielleicht auch daran, dass wir wieder die zwei Oldies, sage ich jetzt mal, altgediente Spieler, Becker, Bohl, in der Viererkette auf der Sechserposition hatten? Ja, klar. Ich meine, Daniel hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Er war total umtriebig, total viel unterwegs, hat super viele Bälle gewonnen, Bälle gesichert, clever gespielt. Außer Frage war eine Top-Leistung von Daniel. Und in Innenverteidigung haben wir heute getauscht. David war nach der Verletzung wieder zurück, hat es mit Janik zusammen in Kombination super gemacht. Wobei ich da auch unterstreichen muss, dass das für uns hart die Entscheidung war, den Miguel rauszunehmen, weil der Miguel das in letzter Woche sehr gut gemacht hat. Wir haben dann jetzt ein Stück weit auf den Faktor Erfahrung gesetzt in dem Fall und weil der David auch durch die Verletzung unverschuldet rauskam. Ja, jetzt umgekehrt gesehen, für den Miguel total bitter, auch für uns eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und David und Janik haben das aber in der Innenverteidigung sehr gut gemacht. Manu hat seine Sache total konzentriert und sauber gemacht. Jonas hat sich gut ins Spiel reingefuchst und ja, dann war das entscheidend, dass wir so verteidigen. Ja. Der Miguel Deo war in letzter Zeit gut in Form gewesen, das hat man gesehen, der musste dann leider raus, du hast es eben gesagt. Manuel Grünagel spielt seit Wochen in Topform. Ja, hoffen wir, dass er das noch ein paar Wochen weitermacht, Manu. Nee, Manu ist wirklich gut drauf, hat viele Läufe, gerade meistens in der zweiten Halbzeit, viele gute Offensivaktionen dann immer wieder. Und nach hinten macht er das aktuell sehr konzentriert und ja, sehr gut in Form, muss man versuchen, beide so zu machen. Ja. Was noch auffiel, du hast es auch vorweggenommen, in der zweiten Halbzeit hat uns etwas der Zugriff gefehlt. Da war viel Rot im Spiel. Koblenz wollte auf den Ausgleich drängen. Wir haben das aber defensiv nicht zugelassen. Und was mir aufgefallen ist, unsere Ergänzungsspieler sind da voll reingekommen und da haben wir in den letzten Minuten, in den letzten 15, 20 Minuten noch mal was auspacken können. Klar, war klar, dass jetzt Koblenz nach der Drangphase, die nicht erfolgreich war, vielleicht ein bisschen Kraft und ja, so der Kopf ja, nachlässt, dass die dann im Umschalte wahrscheinlich nicht mehr so sauber verteidigen. Und wir haben ja frische Leute gebracht, die das dann sehr geradlinig Richtung Tor gemacht haben. Und das erfolgreich dann zu Ende gebracht haben, war auch ein total wichtiger Faktor, dass die Jungs von der Bank zünden, aber die trainieren auch so gut, dass sich das eigentlich schon abzeichnet in der Woche. Und Martin ist das, was die Aufstellung betrifft, da immer wieder schwere Entscheidungen treffen müssen, ja. Der FKP hat im Moment einen Lauf, schon lange nicht mehr verloren, ich glaube seit 8 Spielen. Wir haben, man könnte sagen, eine Mannschaft, die nicht nur aus 11 Spielern besteht, sondern wir könnten sagen, das sind 16, 17, die eine gute Form im Moment haben. Stimmst du mir dazu?
Ja, wir haben ein ordentliches Trainingsniveau. Die Jungs sind dran, die drücken, dass sie reinkommen. Wichtig ist, dass wir eine Achse haben, die funktioniert. Und dann ist die Gruppe aktuell so unterwegs, dass wir vom Wechseln her immer wieder auch dann nochmal deutliche Zeichen setzen können. Ja. Wenn ich sehe, da kommt ein Christoph Scherpf rein und macht hier also ein wunderbares Tor. Ja, absolutes Traumtor vom Christoph, der jetzt mit dem Spiel in der U23 vor zwei Wochen so Lauf gestartet hat. Und dann hoffen wir, dass er den für sich beibehält. Ja. Da müsste man weiter so machen. Jetzt haben wir gegen Koblenz gespielt. Nächste Woche oder das nächste Spiel ist, glaube ich, gegen Koblenz wieder. Koblenz 3-0 liegt uns, war vielleicht ein, zwei Tore zu hoch. Aber alles Gute für das nächste Koblenz-Spiel. Danke dir. Alles klar, danke. Ja. In der Schuhstadt, wo ich herkomm, ist unser Stolz der FKP. Ganz Deutschland zart, die sind vom Horeb, los ist die Husch dahin. Früher waren wir die Grächte, dann ging's bergab und es tut immer noch weh. Wir waren mal oben, waren mal unten, es war nicht einfach aufzustehen.